Meine Tops und Flops aus dem Jahr 2017. Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte euch heute meine Tops und Flops aus dem Jahre 2017, also aus dem letzten Jahr, präsentieren. Und zwar auch als Ausgleich zu einem Statistikvideo. Ich schaue sie zwar wirklich sehr gerne, aber ich finde für meine Anzahl von Büchern, die ich letztes Jahr gelesen habe, macht das noch nicht so viel Sinn. Und ja, aber ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr dann schaffe, für dieses Jahr ein Statistikvideo zu drehen. Ja, damit das Video nicht allzu lang wird, fangen wir einfach mal mit meinen Tops an. Und ja, den Beginn meiner Tops macht quasi mein letztes Buch vom letzten Jahr. Und wer meine gelesenen Büchervideo, also mein letztes gelesenes Büchervideo gesehen hat, der kann sich vielleicht auch erinnern, um welches Buch es sich jetzt handelt. Und zwar meine ich Adressat Unbekannt von Cressman Taylor aus dem Atlantik Verlag. In diesem kleinen Werk, was 172, nein, nicht mal, ich wollte gerade sagen 142 Seiten hat, aber es hat halt nur 95 Seiten. Und zwar, ja, bekommen wir die Briefe von Max und Martin gezeigt und die Veränderung einer Freundschaft aufgrund der politischen Veränderungen in Deutschland. Also die Nationalsozialisten sind an die Macht gekommen und dadurch verändert sich Martin ein Stück weit. Es ist nun schon eine Weile her, also 3 Wochen, dass ich es gelesen habe, und mich hat dieses Werk dann im Nachhinein doch schon noch ganz schön bewegt, und ich habe sehr, sehr lange noch drüber nachgedacht, und deswegen habe ich es in meine Tops mit aufgenommen. Und ja, wer vielleicht noch ein bisschen mehr zu diesem Buch erfahren möchte, ich habe noch ein wenig mehr in meinen gelesenen Büchern erzählt davon. Ich verlinke euch das Video sehr gerne unten in der Infobox nochmal. Genau. Das nächste Werk, welches es auf meine Top-Liste geschafft hat, ist ein Werk, wo ich mir doch durchaus gewünscht hätte, ich hätte es früher gelesen oder vielleicht auch in einer Gruppe gelesen hätte, um es weiter zu besprechen. Und zwar handelt es sich um den Vorleser von Bernhard Schling aus dem Diogenes Verlag. Ja, wir begegnen hier einen Protagonisten, der sich in eine ältere Frau verliebt, und ja, diese ältere Frau hat ja so ihre Geheimnisse, und der Protagonist lichtet so langsam aber sicher die Geheimnisse seiner Angebeteten, sag ich mal. Dieses Werk hat mich dahingehend so überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass diese Thematik in diesem Werk steckt. Und deswegen, ja, gehört es für mich einfach auf diese Top-Liste, und ja, der dieses Werk noch nicht gelesen hat, den kann ich es nur ans Herz legen, es mal zu lesen und euch vielleicht wie ich genauso überraschen zu lassen. Wer noch mehr von meiner Meinung über dieses Buch wissen möchte, dem verlinke ich sehr gerne die Info, das Video in der Infobox dazu. Bei dem nächsten Werk handelt es sich um ein weiteres Werk aus dem Diogenes Verlag, und zwar habe ich es gleich nach einer meiner Flops letzten Jahres gelesen, und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich es nicht sogar schon mal gelesen hatte. Jedenfalls hatte ich immer so ein bisschen den Verdacht, mir kam es irgendwie so bekannt vor, aber auch irgendwie nicht. Ich bin mir jedenfalls nicht so sicher. Und zwar handelt es sich um Die Farben der Tiere von George Orwell aus dem Diogenes Verlag. Ich fand an diesem Werk so faszinierend, und deswegen ist es auch in die Tops mitgewandert, weil George Orwell es hier einfach geschafft hat, die Tiere, die ja symbolisch hier verstehen, dadurch so viel auszudrücken und wie so eine Gruppe von Ansammlungen von Wesen, sage ich mal, welche Dynamik es bewirkt, dass wenn Wesen sich zusammen rotten, und welche Gesellschaftskritik hier in diesem Werk steht.
Wer dieses Werk noch nicht gelesen hat, auch dieses Werk kann ich durchaus und uneingeschränkt empfehlen. Ich hatte sehr, sehr viel Freude beim Lesen, beziehungsweise hat es mir auch wahnsinnig viele gute Punkte zum Nachdenken gebracht. Wer meinen Kanal in letzter Zeit ein wenig mehr verfolgt hat, der kann sich vielleicht durchaus schon denken, dass dieses Buch es auf jeden Fall in meine Top-Liste geschafft hat. Und zwar spreche ich vom Drachenläufer von Carlo Tosini aus dem Berliner Taschenbuchverlag. Ja, wir begegnen hier Amir, der in Afghanistan lebt, beziehungsweise ja groß geworden ist und dann aufgrund von politischen Veränderungen sowie Krieg das Land verlassen muss. Neben diesem Schicksalsschlag, dass er seine Heimat verlässt, ereilen ihn noch so einige andere Schicksalsschläge beziehungsweise Situationen, die er sein restliches Leben ja mit sich herumschleppt, sag ich mal, und auch damit versucht weiterzuleben, beziehungsweise es zu verarbeiten und ja, genau, es zu verarbeiten. Ich mag einfach die Bücher von Carlo Tosini. Ich habe bereits das Werk 1000 strahlende Sonnen von ihm gelesen. Das hat mich genauso berührt, genauso wie dieses. Es ist einfach manchmal erschreckend, welche Wirkung andere Menschen auf das eigene Leben haben. Sei es bewusst oder unbewusst. Aber wir beeinflussen andere Menschen genauso wie andere Menschen uns beeinflussen. Wer auch hier noch Näheres zu meiner Meinung wissen möchte, den kann ich auch hierzu noch meine Buchbesprechung dazu unten in die Infobox verlinken. Auch zu diesem Werk kann ich einfach nur sagen, gib diesem Werk eine Chance und bin mir ziemlich sicher, dass er da nicht im nächsten Werk verlassen wir quasi die Erde, beziehungsweise habe ich die Erde verlassen und ich hatte es ehrlich gesagt auch schon eine ganze Weile auf meinem Sub liegen und irgendwann war es halt mal Zeit, endlich zu diesem Werk zu greifen. Ich habe es auch geschafft, wirklich lange um diesen Film, also den dazu passenden Film, zu schleichen und ich dachte mir so, ich möchte diesen Film wirklich erst nur dann sehen, wenn ich dieses Buch dazu gelesen habe. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich hätte, wenn ich den Film zuerst gesehen hätte, nicht nach diesem Buch gegriffen. Und zwar spreche ich vom Marsianer von Andy Weir aus dem Heine Verlag. Und zwar begegnen wir hier den Astronauten Mark Watney, der ja zur Mission auf dem Mars ist und von seinen Kameraden aufgrund von unglücklichen Zufällen oder Ereignissen auf dem Mars zurückgelassen wird und versucht auf dem Mars zu überleben. Genau, man begleitet ihn hier quasi durch Logbücher hindurch und fiebert quasi ein Stück weit mit, ob Mark es schafft und ob er auf die Erde wieder zurückkommen kann und ob er vielleicht nicht doch auf dem Mars stirbt. Ja, was mir an diesem Werk so gut gefallen hat, war zum einen der Humor, der aus diesem Buch einen anspringt. Ich habe zum Teil wirklich sehr, sehr köstlich gelacht, beziehungsweise habe mich sehr köstlich amüsiert. Des Weiteren finde ich auch, dass diese Atmosphäre, die Situation wahnsinnig gut wiedergegeben wurde. Also diese Beklemmtheit, die Situation, dass man hier völlig allein auf dem Planeten ist und vor allen Dingen auch, wie Mark damit umgeht. Ja, also mir hat dieses Buch wirklich bei der Zusammenstellung meiner Top-Liste für das Jahr 2017 dachte ich erst, 5 Top-Bücher würden reichen. Und dann habe ich festgestellt, ich kann mich nicht entscheiden und deswegen sind es insgesamt 6 Bücher geworden. Und wer jetzt mitgezählt hat, kann sicherlich schon erahnen, dass wir schon am Ende meiner Top-Liste angekommen sind. Und zwar ist das letzte Werk auf dieser Liste
Der Angstmann von Frank Goldammer aus dem DTV Verlag. Begleiten wir Max Heller bei seinem ersten bzw. für uns ersten Fall in Dresden, und zwar im Jahre 1945. Und um genau zu sein, in der Bombennacht, also vom 13. auf den 14. Februar 1945. Mir hat dieser Fall aus bzw. dieser Kriminalroman aus zweierlei Gründen so gut gefallen. Und zwar zum einen ist das, dass wir hier ja die Kulisse von Dresden haben und Dresden nun mal meine Heimatstadt ist und ich sehr, sehr überrascht war, dass man ja in Dresden quasi einen Kriminalroman ja spielen lassen kann, da ich immer ein wenig ja mit Vorurteilen behaftet war, um das mal so auszudrücken, was so ja lokale Romane betrifft, und ich dachte immer so, ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann, aber auf jeden Fall musste ich hier feststellen, dass mir das doch sehr gut gefallen hat und Frank Goldammer das auf jeden Fall sehr gut umgesetzt hat. Zudem, und mein zweiter Punkt, den ich sehr, der da dazu bewegt hat, dass der Angstmann auf meiner Top-Liste landet, und zwar, dass mir Max Heller als Kriminologe sehr gut gefallen hat und ich ihn wahnsinnig sympathisch finde, auch wenn er so seine Ecken und Kanten hat, die vielleicht nicht jedem gefallen, aber mir war er sehr sympathisch und dass der Kriminalfall an sich auch sehr, ja, also dass er für mich aus meinen Augen sehr gelungen ist. Genau. Wer den Angstmann noch nicht kennt und auf Krimifälle ja so ein Stück weit steht und sie gerne liest und vielleicht noch nicht in Dresden war, dem kann ich der Angstmann empfehlen und beziehungsweise die Reihe, den zweiten Teil habe ich auch schon da und ich bin schon sehr gespannt und ich hoffe, dass ich ihn noch bald lesen kann, empfehlen kann. War das jetzt noch ein Satz? Egal, ich kann euch den Angstmann nur empfehlen, der gerne mal zu einem Kriminalfall damit sind wir auch schon am Ende der Tops angelangt und wir müssen uns der Liste der Flops ja zuwenden. Das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dadurch, dass ich ja durchaus schon einige Kritikpunkte habe, dachte ich mir, ich nehme es mit auf die Flop-Liste, obwohl ich sagen muss, ach, ich bin mir so unsicher, ehrlich gesagt. Weil irgendwie war es gut, irgendwie hatte ich dann doch schon so einige Kritikpunkte. Und irgendwie haben die Kritikpunkte dann irgendwie in meinem Kopf mehr überwogen und deswegen habe ich es mit auf meine Flop-Liste genommen. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, dass dieses Buch kein schlechtes Werk ist und der ein oder andere durchaus sehr, sehr viel Freude damit hatte. Und ich möchte auch sagen, dass ich dennoch klar auch Freude beim Lesen hatte. Und ich eigentlich schon, ehrlich gesagt, schon sehr gespannt auf die nachfolgende Bände bin. Und ich hoffe, dass ihr auch entscheiden, wer meine Rezension dazu gesehen hat, der wird wahrscheinlich jetzt auch schon vermuten oder vielleicht kann er auch nur erraten, welches Werk ich meine. Und zwar handelt es sich um Kommissar Le Floch und das Geheimnis der Weißmäntel aus dem Blessing Verlag von Jean-François Parot. Ja, und zwar begegnen wir hier dem Kommissar Le Floch bei seinem ersten Fall und diesmal in Paris. Ja, ich möchte auch so gar nicht so näher drauf eingehen, was jetzt meine Kritikpunkte an diesem Werk waren. Das könnt ihr euch sehr gerne in meiner Buchbesprechung noch einmal ansehen. Auf jeden Fall war es immer, wenn ich dieses Werk so ein bisschen, angesehen habe, beziehungsweise ich es entdeckt habe in meinem Bücherregal, war es halt immer so, dass ich immer so ein bisschen, ja, Enttäuschung mitgeschwungen hat. Und ich glaube, das ist auch am Ende auch wirklich der Grund, warum ich es mit auf meine Flop-Liste genommen habe. Aber wer noch nie historische Kriminalromane gelesen hat, beziehungsweise sich so dem Genre so ein bisschen nähern möchte, dem kann ich durchaus dieses Buch dann doch empfehlen. Wer aber schon ja ein wenig Erfahrung damit hat, vielleicht auch schon den einen oder anderen Fall gelesen hat mit historischen Kriminalromanen, der sollte vielleicht nicht so viel Erwartung daran stecken und hoffen, dass die nächsten Bände, wenn sie denn auf Deutsch erscheinen,
ja, um einiges besser werden und das hoffe ich sehr, denn ich würde sehr gerne in dieser Reihe. Meine doch bei dem Chance letzten geben. Werk der Flop-Liste und damit auch dem letzten Werk, welches ich euch zeigen möchte, handelt es sich um ein Werk, was ich tatsächlich abgebrochen habe. Und ich dachte, wenn das ist das einzige Werk, was ich wirklich abgebrochen habe, dann muss es definitiv auf meine Flop-Liste mit. Und zum anderen wollte ich den Le Floch nicht unbedingt allein auf meiner Flop-Liste lassen, weil das hätte er definitiv nicht verdient. Und zwar spreche ich von dem Werk Büchners Braut von, jetzt muss ich doch tatsächlich nachgucken, und zwar von Beate Klepper. Ja, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Verlag es sich handelt. Auf jeden Fall blende ich es euch hier ein. Ja, ich habe dieses Werk nach 137 Seiten abgebrochen, weil es mich partout nicht angesprochen hat und ich auch nie das Gefühl hatte, dass ich nach dem Buch greifen wollte, ich weiterlesen möchte und mehr über Büchners Braut erfahren wollte. Ich kann euch auch sogar nicht mehr sagen, um was es sich so genau handelt. Ich weiß nur noch, dass es sich wirklich um Büchners Braut gehandelt hat, dass es sich so ein bisschen auf die Ehe mit den Herrn Büchner vorbereitet hat. Aber mehr kann ich euch leider auch nicht mehr sagen. Ja, das waren nun meine Tops und Flops aus dem Jahre 2017. Mich würde jetzt noch interessieren, ob ihr eins der Werke schon kennt und ob es bei euch bereits ebenfalls auf eine der beiden Listen geschafft hat. Und ja, falls dem nicht so ist, dann würde mich natürlich auch eure Top und Flops interessieren aus dem letzten Jahr. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe auch, dass wir uns bald wiedersehen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin, tschüss!